Hallöchen, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zu Shadows, Haus der tausend Schatten. Nochmal eine kleine Background-Info. Es geht darum, wir sind auf einer Party eingeladen worden, auf einer Halloween-Party, und ja, die ging einigermaßen grundsätzlich schief, weil jemand einen Dämon beschworen hat, der unsere Freunde entführt hat, die wir jetzt retten müssen. Und wir sind auch auf ein kleines Mädchen gestoßen, das heulend an einer Stufe am Haus geheult hat, weil ihr Hund weggelaufen ist, weil sie von Schatten angegriffen wurde. Und wir haben zwei Geister getroffen. Einmal einen, nennen wir es mal einfach mal arme Seele, die zu viel Geld ausgegeben hat und jetzt die Schulden eingetrieben wurden. Dann noch auf einen Alchemisten, der mitten auf der Kutsche stecken geblieben ist und auch durch mystische Ketten festgehalten wird. Und die beiden müssen wir jetzt auch noch befreien. Ja, wir sind eine Heldin durch und durch. Und ja, wir spielen wie eine Frau. Es ist wieder typisch Wimmelbild-like. Statt dass man mal einen Kerl nimmt oder so. Nein, es muss immer eine Frau sein. Warum auch immer. Ist schon ein bisschen sexistisch, wenn man bedenkt, dass man nur fast nur Frauen in Wimmelbild-Spielen spielt. Schon ein bisschen sexistisch. So, und wir haben jetzt hier dieses wunderschöne Wimmelbild vor uns. Ich habe schon ein bisschen paar Gegenstände freigelegt. Andere müssen wir wahrscheinlich noch irgendwie extra suchen. So, ich scanne jetzt noch mal kurz das Bild ab. Ah, hier wird noch mal reingezoomt. Ja, hier glitzert's. Ja, was ist hier? Was kann man hier mitnehmen? Die Schnecke kann man mitnehmen. Sorry, wenn ich jetzt einen auf Anklicker mache. Aber irgendwas werden wir hier noch mitnehmen. Ich mache jetzt einen auf Lufia. Jedenfalls bei dem kleinen Bild hier. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Man hört mein Klicken nicht. Also hier ist nichts mehr, was ich mitnehmen könnte. So. Natürlich ein kleiner Spaß. Unter Freunden. Ich glaube, jetzt können wir hier hingehen. Da ist nämlich die Gabel. Die musste erstmal freigedeckt werden. Dass man hier was machen kann. Ja, irgendwas wird man hier noch finden können, aber das müssen wir erstmal freilegen. Was? Gleichzeichen. Was ist denn ein Gleichzeichen oder ist Gleichzeichen? Ich nehme einfach mal das mit, was ich hier freigelegt habe. Oh. Okay. Nehmen wir natürlich mit. Da glitzert auch noch was. Da glitzert jetzt aber nichts mehr. So. Schaufel, Gabel, Messer. Willst du haben, musst du 7 Sachen suchen. Ah, da ist das Ist-Gleichzeichen. Gleichzeichen. Ja, man könnte auch Ist-Gleich dazu sagen, aber verrat's keinen. Ist ja weltweit bekannt, dass es so heißt. Aber Gleichzeichen. Okay. Kann ich mit leben. Lippenstift. Gabel. Federball. Wäscheklammer. Ich finde es immer witzig, dass die Gegenstände sich selber verraten mit einem Glitzern immer. Aber finde ich gut. Es macht es für uns ein bisschen einfacher. Da ist die Sanduhr, aber das verratet immer noch nicht, wo der Fisch ist. Außer der Fisch verratet sich auch durch ein Glitzern. Ach so, schaut mal. Alter, wie mies war das denn? Das hast du ja mit auf dem zweiten, dritten Blick erst gesehen. So, wir haben jetzt was bekommen? Wir haben eine Schaufel bekommen und 2 Kacheln von 4. Das ist ja Herz allerliebst. Vielleicht können wir das mit der Zange hier rausholen. Jawohl, da haben wir die letzte Kachel. Die vorletzte Kachel. Entschuldigung, ich korrigiere mich mal kurz hier. So, und gehen wir jetzt wieder da zurück. Da soll ja was begraben sein. Und es ist ein Taschenmesser. Aber ein ziemlich altes, wie es ausschaut.
Und wir hatten doch irgendwo einen kleinen Sack. Ja, einen kleinen Sack, ihr habt richtig gehört. Der hier aufgeschnitten werden will. Und da kommen natürlich Haufen, weil es ein ganzer Schlüsselbund zum Vorschein. Meint ihr, ich könnte damit den Gefangenen befreien? Also den Uki Spooky Geist? Ich kann ja mal schauen. Natürlich. Okay. Natürlich muss man erraten, was wir nehmen müssen. Ich schätze mal den Vogel. Ja, Geist. Was soll das? Habe ich hier irgendwo eine Blume? Okay. Okay. Ich rate einfach mal weiter. Alter, was zur Hölle? Okay, der ist falsch. Der ist falsch. Ich rate einfach jetzt einfach mal. Irgendein Schlüssel wird schon mal richtig sein. Ich meine, das gibt uns doch eigentlich immer kleine Hinweise, oder? Ich nehme jetzt nochmal das Herz. Auch nicht. Ach, es ist immer das gleiche Bild drauf. Also muss ich halt wirklich raten. Aber ich glaube, es ist auch immer dasselbe Schloss, hoffe ich mal. Okay, das war schon mal richtig. Okay, dann fange ich wieder von vorne an. Wartet mal. Ich glaube, wir können uns auch an die Ketten immer orientieren. Weil die sind immer links und rechts. Merkt ihr das? Okay, dann machen wir es mal so. Ah, und es fehlt ja eigentlich immer etwas im Bild, oder? Ah, jetzt habe ich es geschnallt. Ich kann nicht glauben, dass meine Qualen beendet sind. Irgendwie ist es dir gelungen, den Zauber zu brechen. Jetzt kann meine Seele endlich im Frieden ruhen. Bevor ich gehe, will ich dir noch etwas sagen. Diese Farm ist verflucht. Halte dich von ihr fern. Und wir kriegen eine Laterne, ja, auf jeden Fall. Dann haben wir den schon mal erlöst, den Gutsten. Okay, beim Schaukelstuhl soll ich was noch machen können. Okay, was habe ich hier? Eine Jack. Willst du spielen damit? Hast du meinen Hund gesperrt gefunden? Ich habe Angst, dass ich ihm etwas Schatten etwas antun. Okay. Entschuldigung. Bin eigentlich nie so gemein zu Kindern, aber das... Ja, ihr wisst schon. Da kommt wahrscheinlich die Laterne hin. Ah, aber er kann sich noch ein bisschen bewegen, der Gutste. Gut. Haben wir wieder ein Wimmelbild vor uns. Aber ich sage immer, die Sachen, wo glitzern, nicht anklicken, erst bevor wir hier nicht ein bisschen was getriggert haben. Dann muss ich jetzt mal schauen, was man hier überhaupt triggern kann. Ah, eine Rolle. Wahrscheinlich nee. Okay. Die Kiste ist zugenagelt. Ja, was für eine Ja, zugenagelt. Da haben wir doch einen Kuhfuß. Okay, der Typ ist auf... Ja, er ist Alchemist. Ist logisch. Aber wo kommen denn die Schriftrollen hin? Fragen über Fragen.
Ja, Lutscher, Pfeife, Schachbrett, so. Auf diesem Holzbrett könnte man ein Schachbrett machen. Echt? Mit dem? Gut. Ja, aber wo kommen die Schiffdrohnen hin zum Henker? Okay. Wir nehmen einfach mal die Sachen mit, die wir hier rausnehmen müssen. Ja, es glitzert. Wahrscheinlich müssen wir das noch irgendwie freilegen. Da kommen wir gleich wieder dazu. Okay, ich nehme einfach mal all die Gegenstände mit. So, Glocke. Nehmen wir jetzt mal alles mit. Jetzt fehlt uns noch Erdbeere. Die ist hier. Kreuz. Ja, ich habe es auch in Kreuz heutzutage. Bin ja schon schließlich ein alter Mann. Es kommt natürlich jetzt wieder die Frage drauf an, was für ein Kreuz ist denn hier überhaupt gemeint? Weil es gibt verschiedene Arten von Kreuzen. Wieso glitzert's hier? Okay, da haben wir den Lutscher bekommen. Ich brauche zwei Spulen für diese Schriftrolle. Ach, das sind die Spulen der Schriftrolle. Zu meiner Verteidigung, ich habe gesagt, dass diese Spulen da wären eingerollte Schriftrollen gewesen. Aber gut. Jetzt fehlt mir... Wow. Okay. Ein Handschuh und noch eine Kachel. So, ich hoffe, du hast gefunden, wonach du gesucht hast. Bitte lass mich hier nicht allein. Alles gut. Komm zurück, wenn du eine Methode gefunden hast, das Rad meines Wagens zu reparieren. Ich bin zu müde, ich muss mich ein wenig ausruhen. Ja, tu das. Bist ja bloß noch Haut und Knochen. Oh, ich ahne schon wieder ein Schieberätsel. Oder ein Puzzle. Ah, ich kann die Sachen hier drehen, okay. Das wird schwer, wenn das... nein, bitte nicht. Okay, das ist schon mal richtig. Also, wo es richtig ist, bleibt es fest. Das wird... schwer. Nee, das wird wahrscheinlich definitiv oben sein. Oder so? Ui. Okay. Das kann anspruchsvoll werden, das Rätsel. Ich tue mal das Stück hier wieder raus, sonst kann ich nichts machen. Okay, gehört das hier hin? Es gehört hier hin, okay. Das gehört hier nicht rein, oder? Nee, sonst wird es gleich sofort einhaken. Hier vielleicht? Auch nicht. Hier vielleicht irgendwo? Okay, dann machen wir das nächste. Gehört das vielleicht hier rein? Ja, das gehört hier rein. Also gehört so ein Zweierstück hier rein. Eieiei. Tetris auf eine andere Art und Weise, wa?
dann kommt das hier rein. Alter. Nice. Ja, ich wollte schon sagen, das kann nur so reinkommen. So, und der Rest ist halt einfach. Und es befindet sich ein Versteck hier unten. Ein Weinkeller. Okay, da haben wir einen Korken. Zieher. Der T-Shirt ist völlig verträgt und verstaubt. Ja, hast du schon mal beobachtet, wie alt die Farm ist? Oh, hier brauchen wir... Haben wir doch eine Lösung mal schon gehabt. Ich muss eine Flasche auf das Regal stellen. Ja, die haben wir noch nicht. Hier fehlt die Traube, die wir schon mal gesehen haben. Da haben wir eine Kugel gefunden. Und ich schätze mal, wir können hier das Bein hier reinlassen, damit das hier nach oben getrieben wird. Ja, zieh doch! Woran hapert's jetzt? Okay. Daran hat's gehabert. Gehabert. Oh, da kriegen wir einen Handbesen. Das ist echt ein schönes Spiel. Gefällt mir richtig gut. So, erstmal wieder wahrscheinlich irgendwas putzen. Weil wir haben Lappen oder... Ja, doch, irgendwas muss hier verdreckt sein, dass wir hier putzen müssen. Okay, hier kann ich was auf und zu klappen. Ich muss die Kiste säubern. Ah, das ist doch keine Kiste. Das ist eine Schatulle. Das ist ein Gefäß, aber keine Kiste. Oh, oh, juckt. Oh. Ich kann schön singen, wa? Silber Stillleben und Glückssymbol. Glückssymbol. Da schon ist das Glückssymbol wahrscheinlich drin, oder? Nee, aber die Fliege. Ich glaube, mehr ist hier nicht drin. Oder müssen wir erst wieder freilegen oder so? Dass mir das überhaupt geht, komm, wir nehmen das jetzt hier mit. Glückssymbol werden wir noch irgendwie finden. Okay. Also da tauchen auch wieder immer wieder neue Sachen auf. Bis alle 19 da sind halt eben. Seht ihr, das taucht auch mal als Elefant auf. Elefant ist aber hier nicht drin. Okay, Glückssymbol, Elefant. Sonst ist, glaube ich, hier nichts mehr drin. Schneeflocke ist hier. Königin war hier im Beutel, das ist die Dame eigentlich. Korken nehmen wir auch mit. Aber ich sehe schon, Freunde, wir sind schon am Ende einer Folge wieder angelangt. Ich werde die restlichen Gegenstände in die nächste Folge mit reinnehmen. Ich hoffe mal wieder mal, es hat euch sehr gefallen. Wie gesagt, ich entschuldige mich nochmal ganz herzlich, dass wir die Filmsequenzen anscheinend nicht alle sehen dürfen, weil es irgendein Programmierfehler aufgetaucht ist, den man leider nicht fixen kann.
Und ansonsten bin ich gespannt, wie es weitergeht. Ich liebe Horrorwimmelbilder und man sieht, die Entwickler haben sich sonst schon extremst viel Mühe gegeben. So, und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss.